Willkommen zurück zu Gun. Hey kid, I'm nothing but your damn puppet. Is that what you think? Whoa, 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 whoa. Easy, kid. Who told you such a thing? Webb and Rudabaugh, before I plugged them both. They're dead? Just like you're gonna be. Kid, listen to me. That preacher you're looking for is in that room right now with Jenny. She lured him there. I was just coming to get you. Liar! Jenny! Oops. Also Jenny ist auf jeden Fall wirklich da. Und der Prediger auch. Tja, Jenny, tut mir leid, meine Schöne. Either one from the steamboat. Yes. Bring him to me. Das scheint der Kopf der ganzen Bande zu sein hier, dieser MacRuder. Um den werden wir uns wohl irgendwann noch kümmern müssen. Ned White still alive after all those years. Boah, das ist mal eine lange Zigarre hier, Mensch. Now he's as dead as you're gonna be. Hang him in the morning for the murder of the girl. Jetzt werde ich dafür ge... Oh Mann, das ist doch echt. Und die Nase tut auch weh, ist ja wunderbar. Tja, willkommen im Knast. So, Hoodoo's got the touch of a blacksmith, don't he? What did you do? Torched his printing press. You saw it. A subtle act. Ah, der war das. To silence the mouth of tyranny. That's soapy. He's educated. How come he's in there? It's a little game we play. They lock me up, and I find a way out. And you, my good man, how did you incur the mayor's disfavor? I killed Webb and Rudabaugh. Gonna kill Hoodoo, too, and a certain Jack Preacher, and that one-eyed pig they work for. Thomas MacRuder. Railroad man. He's taken over the territory. Also die Todesliste ist schon mal vorbereitet. Jetzt müssen wir nur noch Stück für Stück einen Haken dahinter setzen, dann ist alles okay. Na, dann wollen wir mal. Waffen haben wir keine, logischerweise. Whisky haben wir keinen, aber ich denke, ja, Messer haben wir. Rede mit Port. That deputy's gotta die. See if you can grab him when he gets close to the bars. Geht klar. Komm her, komm her. Na, komm. Lacey from the HJ sent over some chicken for your last meal. But I'm afraid there isn't much left. Besides, you don't want to shit yourself when you swing from that tree tomorrow, do you? Mm-hmm. Ich weiß, wer heute Nacht sterben wird, mein Freund. I hear you was a little sneak that done cracked that safe in Monte Verde. Ne, du bleibst hier. You'll be slipping on your own guts. I don't got them, I swear. Hoodoo took them for safekeeping. So killing me won't do no good, you see? You'll still swing tomorrow. If you grab that badge he so enjoys degrading, you can use its pin to pick the cell lock. I'll tell you how, if you promise to free me as well. Know what that makes you, partner? Hey, oh! Tja. This human lockbox they got me in is gonna be a little tougher. I'm afraid you're probably gonna have to blast me out of here if you hold fair to our deal. Raussprengen, das klingt doch gut. Let me stash some horses beneath the bridge, then I'll scrounge out back of the powder shop for something to blast you out. Sag mir, wie ich die Tür aufkrieg, Mensch. If you get me out of here, I got a hideout up in the mountains. Geht klar. Also wir haben neue Freunde, neue Partner und ein Versteck bald, wenn wir hier rauskommen. Wenn. Geh auf! Gehst du wohl auf, du Tür? Ah. Oh, was haben wir hier? Neue Waffe, Apachenbogen. Lautlos, aber tödlich. Erledige deine Gegner leise aus sicherer Entfernung. Das klingt doch gut. Halte links, um deinen Schuss zu verstärken. Alles klar.
Okay, Leute, wir haben den Bogen. Und Gewehre, die wir nicht nehmen können. Ah doch, die haben wir schon genommen. Was haben wir dann hier noch? Whiskybomben haben wir jede Menge, ein paar Pfeile. Oder sind das Pfeile? Ah ne, das sind Whiskybomben und das auch. Wieso stehen hier zweimal Whiskybomben rum? Hier auch nochmal. Mensch, die sind sich hier am Besaufen nachts. Wo ist denn der Bogen? Da ist der Bogen. You'll do yourself a favor if you can stay out of sight. Try and bring these horses back real quiet like. Alles klar, eine leise Mission also. Swick. Noch einer weg. Pfeil-Kombo. Boah, die kriechen alle noch. Ich hasse das. So, ich denke, jetzt könnten wir dieses Pferd da hinten in Ruhe holen. Wollen die mich hier hängen? Ich glaub's ja nicht. Ich lass mich nicht aufhängen. Na ihr, wie geht's euch? Oh, da hinten ist eine Wache. Die schalten wir lieber aus. Das Pferd sollen wir unter die Brücke bringen. Nicht, dass das Pferd Angst im Dunkeln hat hier. Bei Nacht und dann auch unter der Brücke, da würde ich mich ja fürchten als Pferd. Ah, verdammt, ich bin aufgeflogen. Oder auch nicht. Noch jagt mich nicht alles. Also habe ich, denke ich mal, noch ein bisschen Zeit. Aber viele Pfeile verbraten habe ich damit. Gar nicht gut. So, ein Pferd brauchen wir noch. Kein Problem für mich, das kriege ich hin. Hoffe ich. There once was a dog city maid, who was a whore by trade. For a thing got a whack, she'd lie on her back and let them come. Läuft doch gut. Mit dem Pfeil im Hintern singt er immer noch. So, also die Sache wäre schon mal erledigt. Wie sieht's jetzt aus mit dem Dynamit? Geht klar. Jetzt dürfen wir hier auch noch ein bisschen rumkokeln. Das ist doch schön. Ich zünd diesen Drecksladen an. Stirb! 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 Oh, ich muss weg. Oh, ich muss verdammt schnell weg. Zack. Boah, da kommen immer noch Leute. Ich glaube, die lassen mich jetzt in Ruhe. Oder auch nicht. Mich doch alle in Ruhe. Wer ballert denn hier wie verrückt auf mich, Mensch? Guns empty. Zack. Toll. Schönen Dank auch. Der Bogen ist leer und ich knall hier los. Wunderbar. Jetzt habe ich das ganze Pack am Hals. Aber gut, okay. Was soll's. Bisschen Action reinbringen. Die machen wir alle nieder. This should be enough to blow the wall over. In case I made the charge too strong. It was nice knowing you, Soap. Wo müssen wir denn den Rotz anbringen? Müssen wir den hier irgendwo? Hier müssen wir ran, okay. So, Soapy, jetzt gibt's was vor die Linse. Oder auch nicht, denn ich bin gefallen. Ich bin tief gesunken.
Zack. Jo, denke ich auch mal, besser abhauen. Abhauen. Emilie, mach, was ich dir sage und komm mit. Beziehungsweise nimm mich mit und reite vor allem in die richtige Richtung. Ah, Hilfe. Wuhu! Yeah! Ich fühle mich jetzt wie ein Bandit irgendwie. Yeah. Weg mit der Knarre, die brauchen wir jetzt nicht mehr, hoffe ich. Denke ich. Nehme ich an. Oh, rasante Flucht hier, Mensch. Interessanter Schatten ist das hier, so schön eckig. Gentlemen, I regret to say this is where I fall. The calmer climbs of dear old Dodger calling. So long, Soap. I wish you well. Yo, so long. So, und wo gehen wir jetzt hin, wir beiden Hübschen? Du hast mir ein Versteck versprochen. Das hältst du besser ein. I'm taking you to meet Clay Allison. Clay and McGruder. Ja, reit mal bitte nach vorne. Du musst reiten, ne? Ich muss dir folgen, ich weiß nicht wohin. Strong arm in the whole territory looking for something, but no one knows what he's after. Oh, ich finde das so idyllisch bei Nacht hier und wie, oh, Wasserfall, ich stehe auf Wasserfälle. Ja, erst nach rechts, dann nach links. Entscheid dich mal, Kollege. Hier dampft's überall. Wie gespenstig. Da hinten liegt Gold. So, das sieht doch hier nach einem Versteck aus, würde ich mal sagen. Und zwar nach Rebellenversteck. Okay. Erst töten wir Rebellen, dann helfen wir Rebellen. Es ist echt komisch. So, deine Statistik hat sich verbessert. Gesundheit plus 25, neue Pony Express, Kopfgeld und Pokermission verfügbar. Mensch, Mensch, Mensch. Neue Waffe, Dynamit. Don't shoot, boys. It's Port. Port. It's good to see you. Oh, how bad they treat you. They busted me up pretty good, but I didn't squawk none. This here's the fella who sprung me. Hart, are you blind? This is one of Hoodoo's boys. Search him. We saw them shaking hands in front of the hotel. No, Clay. He's all right. He killed Webb and Rudabaugh. Mm-hmm. What the hell is this? You know this man? That's my father, Ned White. Bullshit! I served with Ned in the war. He was killed in action 10 years ago. You're mistaken, friend. Ned and I have been working the Rockies since I was a cub. Ned was murdered just a few weeks ago. Clay? He's after Thomas McGruder, just like us. I tracked the man behind Ned's death to Empire. Turns out he was working for Thomas McGruder. Oh, want to get McGruder, do you? And every bastard on his payroll. Na, da habe ich mir ja was vorgenommen hier. Besser gesagt, Colton hat sich was vorgenommen und ich darf es ausbaden. Aber naja, gut. Schnappen wir uns das einäugige Rindvieh. Rede mit Clay im Versteck, das machen wir nicht. Wir holen uns erstmal das Gold, das ich hier gesehen habe, Mensch. Hey, wir haben neue Klamotten gekriegt, sehe ich gerade. Boah, sieht doch ganz hübsch aus. Und schwupp. Und gab es hier nicht noch einen Geheimweg durch die Wasserfälle? War das nicht so? Nö, anscheinend doch nicht. Wo bin ich überhaupt? Ich sehe nichts. Ich bin verloren. Ich komme hier nicht mehr raus. Der Wasserfall hat mich verschlungen. Aber irgendwie war ich doch der Meinung, es gab hier noch irgendwie so ein kleines Wasserfall-ähnliches Geheimdingensbums. Bin ich hier eventuell richtig? Ja, bin ich. Hier ist Gold. Gold, 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 Gold. Gold ist immer gut.
Kommen wir hier auch wieder raus, ohne außen rumrennen zu müssen? Ich schätze, das heißt nein. Alles klar, dann gehen wir halt wieder hier lang. So, da sind wir jetzt also offiziell Rebell. Feind von MacGruder und seinen Leuten. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt noch alles tun dürfen. Beziehungsweise, ich weiß es ja, aber ich verrate es nicht. Ich bin so gemein. Aber gibt es hier noch Gold? Bevor wir hier das Video beenden, gucke ich lieber nochmal, ob es hier Gold gibt. Hier gibt es doch Gold, wusste ich's. Ich will so viel wie möglich von dem Gold mitnehmen, damit wir uns schnellstmöglich alles Mögliche kaufen können, was wir brauchen. Und dafür werden wir noch eine ganze Menge Kohle brauchen. Gibt es hier oben noch was? Oh, hier kommt man wieder nicht einfach so hoch. Mensch, was soll denn das? Kann ja wohl nicht wahr sein. Nö, hier gibt es kein Gold mehr. Alles klar. Dann stelle ich mich jetzt auf diese äußerst schicke Brücke, von der aus man viel überblicken kann. Zum Beispiel den hübschen, komischen Baum hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und sehen dann, wie es weitergeht. Macht es gut.